ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem ersten Video. Ich wollte euch heute zeigen, wie man so ein Bilou-Lesezeichen machen kann. Ich habe es mir selber ausgedacht und dachte, es wäre so cool, es mal euch zu zeigen. Ich habe einmal Lovely Peach, glaube ich, so wird es ausgesprochen, und Tasty Donut. Und was ihr dafür braucht, das zeige ich euch jetzt. Ihr braucht natürlich ein Lineal, ein Bleistift, eine Schere, ein Kleber. Ich habe jetzt hier so einen dicken Filzstift, also in schwarz. Dann habe ich das auch nochmal in dünn, also Farbe schwarz. Dann braucht ihr schwarze Pappe noch, natürlich auch Buntstifte und weißes Papier. Und wie ihr das Ganze macht, das sehe ich. Also als erstes braucht ihr so ein Bild. Ich habe jetzt Splashy Melon. Ich dachte, das ist so cool und ich muss es einfach nehmen. Wartet mal. Mein Stift hat nicht. Ich habe das hier schon vorgemalt. Oh, sorry. Ich habe das hier gerade schon vorgemalt, weil, ja, ich dachte, weil sonst dauert es so lange und ja. Ihr malt das Ganze dann erstmal natürlich aus. Ich male das jetzt auch mal schnell aus. Also, ja. Also ihr malt das Ganze aus und ja, wir sehen uns gleich. So, ich bin jetzt fertig mit Anmalen. Also so sieht das bei mir jetzt aus. Ich hoffe, ihr habt Licht. Also so sieht es bei mir aus. Und dies schneidet ihr jetzt aus. Und ja, leider müssen wir jetzt gleich wieder sehen. Bis. So, ich habe jetzt mein Bilou ausgeschnitten. Da werde ich jetzt Kleber drauf machen und auf diese schwarze Pappe das kleben. Aber ich muss die Kamera wegstellen, deswegen mache ich jetzt Pause. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn Bilou da drauf klebt. So sieht jetzt das aus, wenn es da drauf ist und geklebt ist. Ich habe jetzt, also man soll es natürlich draufkleben und dann ausschneiden. Also so sieht das jetzt fertig aus. Und jetzt habe ich das, ich habe Splashy Melon, oh, die sind schon fast groß. Guck mal, ich habe die so groß gemacht, also wirklich. Das ist etwas zu groß. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und bitte lasst ein Abo da und schreibt doch in die Kommentare, was ich vielleicht noch für Sachen ausprobieren könnte, Bastelsachen oder so. Ich könnte auch mit meiner Freundin mal sowas, so ein Challenge machen oder so. Schreibt es einfach in die Kommentare und wir sehen uns bald wieder. Tschüss!